Proteste in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Die Wut der Menschen gilt den USA und Großbritannien, aber auch Israel. In Sprechchören demonstrieren sie Solidarität mit den Bewohnern des Gazastreifens. Die Proteste sind auch eine Reaktion auf gemeinsame Luftangriffe der USA und Großbritannien auf Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen. Diese erfolgten am Freitag als Antwort auf wochenlange Attacken der Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer seit Beginn des Nahostkrieges zwischen Israel und der Hamas. In der Nacht zu Samstag beschoss ein US-Kriegsschiff erneut ein militärisches Ziel der Miliz. US-Präsident Joe Biden spricht von erfolgreichen Luftangriffen und droht zugleich weitere Angriffe an, sollte die Miliz ihre Attacken gegen Schiffe nicht einstellen. Wir werden sicherstellen, dass wir zusammen mit unseren Verbündeten auf die Houthis reagieren, wenn sie dieses ungeheuerliche Verhalten fortsetzen. Unterdessen befasste sich der UN-Sicherheitsrat in New York mit dem Vorgehen der USA und Großbritannien gegen die Houthi-Rebellen. Der russische UN-Botschafter verurteilte die Angriffe auf Ziele im Jemen scharf und sprach von Attacken gegen die Bevölkerung des Landes als Ganzes. Die britische Botschafterin dagegen rechtfertigte die Angriffe als begrenzte, notwendige und angemessene Schritte der Selbstverteidigung. Die UN-Botschafterin der USA stellte klar, dass alle Schiffe im Roten Meer angreifbar seien. Die Bundesregierung erwägt indes eine Beteiligung mit einem Kriegsschiff an einer neuen EU-Marinemission zur Sicherung des Seeverkehrs im Roten Meer. Laut der Welt am Sonntag soll die Fregatte Hessen bereits am 1. Februar in Richtung Rotes Meer auslaufen. Das Rote Meer ist eine wichtige internationale Handelsroute. Viele Reedereien haben wegen der Houthi-Angriffe den Verkehr durch das Rote Meer eingestellt oder eingeschränkt und leiten Schiffe um.